sei zufrieden, gib dich aber auch nicht zufrieden. Ich kenne das selber, wie es ist, immer umtriebig zu sein und sich nie zufrieden zu geben. Das hat aber auch keinen Spaß gemacht, weil man den Moment nicht mehr genossen hat. Deswegen ist es sehr wichtig, ich hatte sehr viele Learnings gerade im letzten Jahr, auch mit der Trennung von meiner Frau damals und so weiter, dass man ein bisschen zu sich selbst findet und auch genießt, was man geschaffen hat, aber gleichzeitig immer wieder sich aus der Komfortzone rausbewegt und Wachstum schafft. Und da gehört Vertrieb genauso dazu, sich immer wieder die neuen Ziele zu setzen, wie bei so einer Giraffe, die ans letzte Blatt ran möchte. Hallo, hallo. Also die Zeit läuft schon, ich kann nicht mal reden. Das ist echt unfair. Also ich habe gestern Abend echt noch versucht, so ein paar Minuten rauszuholen, aber die beiden Mädels, die haben richtig Gas gegeben. Die konnte ich nicht bezürzen, das war echt schade. Deswegen habe ich mir einfach so ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich mir dachte, ich habe dann wenigstens einen roten Faden, um so ungefähr klarzukommen in meiner Zeit. Ich kann es trotzdem nicht versprechen. Ihr habt gesehen, was ist mein Problem. Ich kann es meistens nicht einhalten. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, okay? Deswegen habe ich hier so à la Thomas Gottschalk mir einfach mal so zwei Karten organisiert, um mir so einen roten Faden zu machen. Fehlt, glaube ich, nur noch diese Couch, ne? Von Wetten, dass und die Michelle Hunziker, dann wäre ich glücklich. Aber in dem Sinne. Zwei Fragen für euch. Nummer eins. Wer kennt es, an Entscheidungen festzuhalten, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind? Das heißt, eigentlich der Trend spielt dagegen, der Umsatz ist gar nicht so wie erwartet. Ihr wünscht euch eigentlich, also der Markt, der sagt was anderes. Eigentlich ist es Irrsinn, das weiterzumachen, aber ihr bleibt dran. Wer kennt das? Okay. Wer sagt, er hat aber jetzt aktuell schon den richtigen Trend erwischt, er hat auch schon die richtige Entscheidung getroffen, wo holt nicht 100% raus von dem, was eigentlich möglich ist, gerade vertrieblich. Okay, einige, die davon überzeugt sind, die sind bei 100%. Geil, sehr gut. Welche Frage da auf mich oder mir dann nochmal kommt, ist tatsächlich, wann treffen wir die Entscheidung, eine andere Entscheidung zu tun, das heißt einem neuen Trend zu folgen, und wie verhalte ich mich denn dann, wenn der Trend richtig nach vorne geht, gerade im Vertrieb, wie skaliere ich denn das dann auch vom Mindset her? Und darüber sprechen wir heute. Erstmal, welches Mindset bringst du dann mit, wenn du einen geilen Trend erwischt und diese Entscheidung auch triffst? Und wie schaffst du es dann, das Ding auch relativ schnell nach vorne zu bauen, gerade im Vertrieb? Passt das soweit? Okay, darf ich nur bis hier hingehen. Ich muss jetzt mal dieses Ding herholen, okay? Das wird alles auch unter der Zeit draufkommen, sage ich euch, Freunde. Ja, lass dich nicht mit mir diskutieren. Guck mal, einen Stift habe ich auch schon. Perfekt. Okay, so. Letzten Endes haben wir immer ein Thema und das sind Trends. Trends bedeutet für mich im Endeffekt, was braucht der Markt aktuell in der konjunkturellen Lage, in der wir uns gerade bewegen? Was braucht der im Bereich, also was braucht der Markt? Das heißt, obwohl das schreibe ich gleich auf, von der Positionierung her und am Ende des Tages auch, was hat es mit dir zu tun? Triffst du diese Entscheidung auch? Diesen Trend dann zu folgen. Darüber sprechen wir auch, weil es hat sehr viel mit dir zu tun. Und einen Trend zu erkennen, einen Trend zu erkennen, warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, das haben wir davon, wenn ich doch ganz schnell irgendwas zusammenmalen muss. wo sind wir? Okay, ist auch egal. Also letzten Endes, die Trends, wie erkennen wir die? Wir brauchen die Konjunktur dafür, wir brauchen den Markt dafür und wir brauchen euch. Und wenn das alles zusammenpasst, dann können wir neue Trends setzen. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Glaube ich, ganz viele von euch haben 2020 ungefähr, vielleicht auf einen Trend gesetzt, nämlich als plötzlich Corona kam. Es war plötzlich da und für viele ist ein Trend dann interessant, wenn man sich bewegen muss. Dann folgt man wieder neuen Dingen. Was meine ich damit? Ich hatte damals, ich weiß es noch, einen Freitagnachmittag, ich habe damals einen Roséwein aufgemacht und wollte den schön trinken und ich hatte dann nochmal meine E-Mails gecheckt. 7 E-Mails und ich dachte mir, okay, das sind doch alles Kunden von mir, das sind doch Auftraggeber und diese 7 E-Mails waren alles Absagen für meine Vorträge, beziehungsweise für die Workshops und ich dachte mir, oh geil, was mache ich denn damit? Also habe ich mir erstmal 5 Minuten Zeit genommen, mein Glas Wein ausgeäxt und habe mir dann überlegt, okay, eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast eh nicht mehr so richtig Bock, überall hinzufahren, mit den Leuten Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken und irgendwie passiert nichts aus diesen Workshops. Wer kennt das? Irgendwie zu großen Konzernen zu fahren, Mittelständlern, wenn du denkst, was hast du eigentlich mit denen gemacht? Ja? So habe ich mir das immer gefühlt, das war nicht so meine Mission.
Deswegen wollte ich eh was verändern. Und deswegen war das eigentlich ganz cool. Hab gedacht, gut, Storno, egal. Und ich habe über den Tag und über die Nacht einfach ein neues Angebot entwickelt. Das war der Grund, also die Grundstruktur. Dann dachte ich mir, okay, ich teste das ab morgen mal. Und ich habe da auf diese digitale Transformation von Experten gesetzt. Haben ja viele gemacht, aber damals war es noch ein Wasserloch. Und dieses Wasserloch habe ich einfach mitgenommen, diesen Trend habe ich mitgenommen. Und innerhalb von 4 Wochen, 6 Wochen habe ich dann 10 Leute reingeholt. Also waren die 70.000 wieder drin, die ich verloren hatte. Und seitdem waren es so an die 900 bis 1.000 Leute, die wir da einfach unterstützen durften in den letzten 4 Jahren. Und was will ich damit sagen? Erkenne einen Trend und entscheide dich schnell, dann auch diesen Trend zu gehen und dann alles darauf zu setzen. Und das Produkt muss auch noch nicht fertig sein übrigens. Ja? Okay, zweiter Punkt ist dann das Thema Vertriebsfokus. Gut, ich schreibe einen dritten auch gleich hin. Haben wir das? Hier haben wir nicht so viel Zeit. So, Vertriebsskalierung. So. Okay. Bedeutet, der Fokus. Viele haben nicht den Fokus auf den Vertrieb. Woran ich das immer wieder merke, ich meine, man kann sagen, ich kann keinen Vertrieb, ich will es nicht lernen, ich sehe es so als beiläufig und so weiter und so fort. Vielleicht wird der Stefan noch was dazu erzählen, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ne? Letzten Endes sind es viele Glaubenssätze, die uns immer vom Vertrieb und Verkaufen abhalten. Und gleichzeitig denke ich halt, bei vielen ist es der Perfektionismus, der uns davon abhält, wirklich Gas zu geben und nach vorne zu gehen. Und das bedeutet, wir wollen erstmal das Produkt fertig bauen. Wir wollen erstmal soweit gucken, wie es so ungefähr ankommt. Ein bisschen Marktrecherche machen und so weiter. Und dann ist der Zug schon bald wieder abgefahren. Das dauert manchmal wochenlang und monatelang, bis Leute dann wirklich sagen, jetzt gehe ich mal nach vorne. Wer kennt das? Ein paar Leute kennen das, sehr gut. Aber ihr habt schon mal von jemandem gehört, der es auch gemacht hat wahrscheinlich. Okay, cool. Und das heißt, erstmal immer perfekt sein, dann mache ich die Akquise. Dann gehe ich nach vorne. Ich höre das immer und immer wieder. Ich habe selbst Kunden, die so sind. Aber ich kann sie nicht nur belehren, wenn sie nichts machen wollen, dann ist es halt so. Schade. Und das heißt, was habe ich immer gemacht, auch in 2024 jetzt? Wir haben einen neuen Trend gesetzt mit der DFA, der Digital Franchise Academy. Das ist ein B2C-Projekt. Ich habe nie B2C gemacht, immer B2B. Und das war für mich komplett neu. Aber wir haben gemerkt, ey, irgendwie müssen wir mal einen Trend gehen, weil wir hatten letztes Jahr echt ein scheiß Jahr, darf man auch mal sagen. Wir hatten super große Forderungsausfälle. Jetzt freut sich der Sergej wahrscheinlich, aber das hat so richtig reingehauen. Und das hast du in der Liquidität auch gemerkt. Also habe ich gesagt, okay, entweder du machst jetzt einfach nur so weiter und dann guckst mal, wo es hinführt, oder du guckst, wo liegt wieder ein Trend, wo ist wieder die Konjunktur da, wo sind Menschen vielleicht auch, die Unterstützung brauchen, sich mehr Einkommen aufbauen wollen. Und ja, wenn sie weniger in der Tasche haben, gehen auch viele Menschen dann nach vorne und wollen etwas verändern. Und das haben wir uns als Trend wieder gesetzt, das dann zu unterstützen. Und das folgte dann entsprechend. Wir haben am 15.01. unsere Ads darauf gesetzt. Ich glaube, der Lead B2C kostet uns 3,50 Euro vielleicht. Wir haben innerhalb von 2 Wochen die ersten 70 Leute dort ongeboardet, beziehungsweise reingesailt. Das waren so, keine Ahnung, 300.000 Euro oder so. In den ersten 2 Wochen, mittlerweile sind es 5, 6 Wochen vergangen. Wir haben mit mehr als das Doppelte jetzt umgesetzt. Einfach nur, weil wir erstmal verkauft haben. Glaubt ihr, mein ganzes Produkt war schon fertig zu dem Zeitpunkt? Wir haben wieder nur das Grobkonzept verkauft. Wieder unperfekt gestartet. Ich hatte am 1.2. das erste Onboarding mit 70 Leuten und ich dachte mir so, ja, wir sind nicht im Zeitplan. Also was machen wir jetzt? Wir machen erstmal ein 3-Schritt-Verfahren. Das heißt, wir machen einen 3-stufigen Onboarding-Prozess. Den stelle ich mal vor und erzähle den Leuten, was alles so auf sie wartet. Und habe eigentlich nur über Mindset gesprochen, wie wichtig es im Business ist, Geduld zu haben. Ja, Geduld zu haben und eine Partnerschaft. Das heißt, ich sehe euch nicht als Kunden, ich sehe euch als Partner. Deswegen können wir uns gegenseitig unterstützen und immer Tipps geben, wie wir es besser machen. Und gleichzeitig ist aber Geduld nochmal wichtig. Und das führte dazu, dass die Leute Geduld hatten und uns ein paar Tipps gegeben haben. Und nach 2 Wochen stand alles. Und mittlerweile dauert ein Onboarding halt entsprechend 3 Stunden oder so. Das ist alles automatisiert. Genau, die haben halt 2 Wochen gebraucht. Okay. Das heißt, habt den Fokus erstmal auf Vertrieb. Nehmt genau diese Welle gleich am Anfang mit, wenn es halt irgendwo gefragt ist am Markt. Die Energie gleich mitnehmen. Gleich diesen Stein, wenn er schon fast alleine hochrollt, einfach auch mitnehmen und nicht künstlich irgendwie darauf warten, dass der Trend schon wieder verschwindet. Dann haben wir das Thema Vertriebsskalierung. Und
wir hatten ja, ich weiß nicht, ob der moderiert hat, ich habe ja sowas gesagt wie, oder beziehungsweise Patrick sagte zu mir, was, wie ist denn ein Vortragstitel? Und ich habe gesagt, irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit, optimiere dein Sales in Lichtgeschwindigkeit oder so. Und wir hatten mega geile Learnings drin und ein Beispiel aber auch von einem Kunden von uns, Bodo Schmitz-Urban ist so Apotheken-Consulting-Unternehmer, ist da so Marktführer, war früher bei einer Unternehmensberatung, die jetzt hier nicht auftauchen würde wahrscheinlich, wollte immer so einen sechsstelligen Bereich rein und hat da jahrelang irgendwie drauf hingearbeitet. Und wir haben das tatsächlich im ersten Monat dann geschafft, unsere Zusammenarbeit auf 189.000 Euro hochzugehen, einfach nur durch diesen Fokus auf das Richtige. Und letzten Endes haben wir das mittlerweile sogar geschafft, dass es eine 500.000 damit macht im Monat, einfach weil wir mehr Manpower reingeholt haben, das heißt den Vertrieb skaliert haben, die Qualität aber auch skaliert haben. Und das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel Joe Girard, wer kennt Joe Girard? Autoverkäufer Amerika, Italiener, sagt da einmal, einer, sehr gut, dann kann ich euch was Neues erzählen. Der sagte tatsächlich mal, pass auf, wenn du Spaghetti nimmst und die gegen so eine Wand klatscht, umso mehr Spaghettis du hast, umso mehr bleiben hängen, richtig? Und umso mehr al dente sie sind, also mehr Qualität das Ganze hat, umso mehr bleiben auch wiederum hängen. Eine Minute, Freunde. Ich brauche noch drei. Gibt kein Q&A. Okay. So, und das ist das Thema. Das haben wir bei ihm gemacht. Deswegen hat er 500.000 Umsatz mittlerweile, weil er einfach auch das Team skaliert hat, aber auch mit Qualität. Und wir haben in der DFA, in der Digital Franchise Academy, in den ersten 4 bis 5 Wochen krasse Learnings gehabt. Also was wir da gemacht haben, machen manche wahrscheinlich im Jahr nicht, wie wir optimiert haben im Vertrieb. Ich habe, glaube ich, 12 Leute eingestellt, 6 wieder rausgeschmissen in der Zeit. Also 6 sind auch da von den 9. Die haben soweit erstmal 1-2 Wochen überlebt. Und jetzt kannst du sagen, hat er schlecht gecastet vorher. Vielleicht, aber oftmals zeigt sich das im Vertrieb vor allem relativ schnell, wie gut die Leute wirklich sind. Und was wir aus denen rausholen können, gerade vom Mindset. Wir haben den Vertrieb, den Funnel krass optimiert zwischenzeitlich. Bei uns die Absprungrate erst nicht gepasst hat, jetzt ist die Conversion auf der Seite bei über 20%, 22 glaube ich, ziemlich gut. Wir haben trotzdem noch Probleme bei der Erscheinungsquote, das ist so. Das heißt, da haben wir auch mehrere Schleifen schon gedreht. Erst haben wir komplett Termine offen gemacht, dann haben wir wieder eine Bedarfsanalyse zwischengeschaltet, dass der Bedarf entsprechend höher ist bei den Leuten. Dann haben wir eine komplette Setter-Ebene eingeführt. Setter haben es aber auch nicht so gut hingekriegt, die Leute zu erreichen. Also viele Learnings in dieser ganzen Zeit gehabt, was dazu führte, dass wir jetzt wieder Termine freigegeben haben. Ja, also im Endeffekt aber hast du ganz viele Split-Testings gemacht in ganz kurzer Zeit. Wir haben die Finanzierungsprozesse eingezogen. Wir haben die Sales-Skripte natürlich gebaut. Wir haben die Leute jeden Tag zweimal schulen wir die. Verkaufsstandards implementiert, eine komplette digitale Academy für die ganzen neuen Leute gemacht, nicht unsere Kunden das sowieso, sondern halt einfach jetzt in 2 Wochen allein für unsere Mitarbeiter. Die KPIs stehen vor jedem da, auf welcher Ebene auch immer, Setting, Closing, und haben sehr, sehr starke Kontrolle. Warum mache ich das? Nicht nur, weil ich denen nicht vertraue, sondern weil ich am Ende des Tages sage, ey, Kumpel, sag das mal zu mir, dein Segelboot, der sagte, Chris, wie lange glaubst du, kannst du dieses Ruder loslassen, wenn du segelst? Und ich so, keine Ahnung, Toilettengang oder so, ne? Kommst halt wieder, 5 Minuten. Und er sagte, nee, gar nicht. Du musst immer so leicht am Puls sein, weil gegen das Bug schlägt immer mal eine Welle dagegen. Und da musst du gucken, dass du das ausgleichst. Sonst fährst du wie Kolumbus einfach statt, ich wollte da Indien, wollte glaube ich, ist nach Amerika gefahren, hat er Glück gehabt. Ja? Und deswegen guck immer, dass du so eine Sales Peak Performance schaffst. Das heißt, immer gucken, ich mache das hier unten hin, dauert zu lange. Ja, ist ja gut, Mensch. Ist ja gut. Ja, Sales Peak Performance, da oben ist das. Im Endeffekt kann es sein, dass du einfach mal Frustration hast, wenn alles nicht so gut läuft. Magst du dich neben mich stellen? Komm her. oder du sagst, hey, die sind schon richtig gut dabei, aber dann werden sie irgendwann gemütlich, die Vertriebler. Also das macht es nicht besser, wenn ich die ganze Zeit darum halte. Ja? Und das bedeutet, entweder ihr schafft es, die Leute dann zu motivieren, dass sie halt wieder einfach nicht die Frustration haben und dass sie Bock haben, mehr Gas zu geben, oder ihr schafft es, die auf diesem Level da oben zu halten, weil hier oben wird wirklich das Geld verdient und ihr könnt da 100% rausholen. Und um das abzukürzen, ja, ich bin im Abschluss, sei zufrieden, gib dich aber auch nicht zufrieden. Ich kenne das selber, wie es ist, immer umtriebig zu sein und sich nie zufrieden zu geben. Das hat aber auch keinen Spaß gemacht, weil man den Moment nicht mehr genossen hat. Deswegen ist es sehr wichtig, ich hatte sehr viele Learnings, gerade im letzten Jahr, auch mit der Trennung von meiner Frau damals und so weiter, dass man ein bisschen zu sich selbst findet und auch genießt, was man geschaffen hat, aber gleichzeitig immer wieder sich aus der Komfortzone rausbewegt und Wachstum schafft.
Und da gehört Vertrieb genauso dazu, sich immer wieder die neuen Ziele zu setzen, wie bei so einer Giraffe, die ans letzte Gras, ans letzte Blatt ran möchte. Genau. Letzten Endes, ja, der Rest ist auch egal. Ne? Also wer würde sagen, wer würde jetzt nochmal überprüfen, ob er schon 100% Potenzial im Vertrieb und natürlich auch in seiner Scheidung erstmal festhalten möchte, die er gemacht, die er gegeben hat, jetzt gerade mit seinem Businessmodell, mit dem Markt, was braucht er? Und wer würde auch sagen, ich schaffe es gerade wirklich 100% Potenzial auszuschöpfen und ich bin aber auch darin interessiert, das Ganze nochmal weiter zu verbessern. Wer will es verbessern? Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, also wir können da gerne mal drüber sprechen. Q&A ist ja jetzt vorbei. Ich spreche gerne mit euch, aber ich spreche erst mit euch, wenn ihr auch was Alkoholisches trinken habt und nur in der Bar. Okay? In dem Sinne, danke. Ah, ich danke dir. Können wir eine Frage oder zwei Fragen noch schnell stellen? Wer möchte was wissen von Chris? Dominik. Eine. Also ein Stress. Eine Frage? Ja. Hallo? Also wie schaffst du es, wenn du vorher verkaufst, dass dich im Fulfillment dann nicht rasiert? Naja, also erstmal muss ich das Geschäftsmodell entsprechend wählen. Ne? Das ist so, also immer auf volle Skalierung gehen. Ich kann dir das später nochmal, wenn wir ein bisschen Zeit haben, erklären, wie unser Konzept da aufgebaut ist. Aber generell mache ich eh nur skalierbare Modelle. Ich hatte auch schon Modelle, die nicht skalierbar waren, die habe ich abgestoßen. Also das ist der wichtigste Part. Und dann gibt es viele Automationen und so weiter, die du auch brauchen kannst. Aber das ist zu detailreich wahrscheinlich. Okay, ja, okay. Okay.